Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier im LS22 0-Euro-Projekt irgendwo in Thüringen. Ja, in der letzten Folge waren wir echt wieder produktiv. Wir haben einmal zusammen zum einen haben wir unsere Treibhäuser mit Mist versorgt und da haben wir ja auch schon die ersten Erdbeeren am Start. Des Weiteren habe ich geschaut, dass natürlich unsere Tiere alle versorgt sind. Dort werden hier auch weiter fleißig Eier produziert, also das läuft auf jeden Fall. Ich habe in der Zwischenzeit mal noch 3 Heuballen geholt, damit unsere Kühe auch wieder versorgt sind. Die sind jetzt auf jeden Fall wieder zu 100% versorgt. Die Gesundheit wird dann auch dementsprechend wieder starten. Hier ist noch ein Ballen übrig. Da sind noch 2391 Liter für die Zukunft vorhanden. Das wird dann einfach abgeschöpft. Das passt. Des Weiteren habe ich geschaut nach unserer Mistplatte. Und passt alles, Leute. Ich habe einfach den Mist, der in dem Hänger war, hier reingeladen. Konnte ich einfach abladen. Und jetzt können wir das dann dementsprechend hier einfach rausholen. Also, ja, es wird kein Mist generiert. Das stimmt, das ist richtig, weil es ist eine Kuhweide. Und ja, es war natürlich ein bisschen dämlich von mir. Aber egal, jetzt haben wir auf jeden Fall hier eine Mistplatte. Und ja, ich habe es noch nicht angepasst. Mache ich auf jeden Fall noch. Aber hier sind jetzt noch mal 141 Liter drin, die können wir auf jeden Fall dann irgendwann noch benutzen. Vielleicht können wir auch die ein oder andere Fahrt oder vielleicht mache ich auch die ein oder andere Fahrt zwischendurch mal und schmeiße hier einfach ein bisschen Mist rein, damit wir da auf jeden Fall unsere Treibhäuser dementsprechend auch mit versorgen können. Ja, des Weiteren haben wir ja in der letzten Folge 2 Aufträge angenommen. Einmal das Grubbern von Feld 19 und das Dreschen von Feld 148. Und ja, wir springen jetzt erstmal rüber zu Feld 19, denn der Helfer, den habe ich dort schon, beziehungsweise ich habe den Träger schon mal dahin gefahren und der Helfer wartet jetzt eigentlich nur noch auf weitere Anweisungen. So, hier steht er, der Gute. Kurs ist schon eingetragen, Leute, und das wird auf jeden Fall ein paar Minütchen dauern, bis der hier fertig ist. Aber das ist ja nicht so tragisch, denn das macht der Helfer ja dann ganz von sich alleine. Wir rangieren den mal noch hier ein Stück rüber und gehen hier einmal ins Menü rein und sagen hier, Kollege, pass mal auf. Starte mal. 1874 Wegpunkte. Ja, die muss er jetzt erstmal abfahren, Leute. Das wird auf jeden Fall einen Moment dauern. Aber das ist ja nicht so tragisch, wie gesagt, der Kollege hier, der regelt das für uns und bringt uns dann schon mal die nächsten Moneten wieder, ne? Also, denn ihr seht ja, unser Kontostand, der ist schon kräftig geschrumpft. Ja, dadurch, dass ich ja noch die Ballen holen musste, ja, hat sich das hier ein bisschen erledigt. Was natürlich aber auch bedeutet, vermutlicherweise, dass auch wieder demnächst oder relativ schnell, wir gucken mal, ja, unser Grasfeld ist auch schon wieder ready. Also da müssen wir dann auch wieder ran. Aber Leute, jetzt erstmal rüber zur Haferernte und dann legen wir hier einmal los und dreschen dem das Feld ab und machen hier mal ordentlichst Cash. Ja, da ist das Feld hier. Das ist natürlich, um das nochmal auf der Karte zu zeigen, doch schon ein relativ großes Stück. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauern wird, Leute. Aber ich werde euch natürlich einen großen Teil im Zeitraffer zeigen. Und dann werden wir auf jeden Fall uns auch zum Ende hin wiedersehen. Zwischendurch muss ich natürlich auch mal ein bisschen was wegfahren. Deswegen habe ich hier auch schon mal unseren Schlepper mit unserem neuen Anhänger platziert, der dann dementsprechend dann auch für uns die ganzen Fahrten übernehmen wird, damit wir hier ja, produktiv sind, ne? Denn geht alles nicht. Aber jetzt müssen wir erstmal hier einmal alles abmachen, einmal in den Drescher reinspringen und dann müssen wir mal das Mähwerk anhängen, damit wir hier loslegen können, Leute. So, dafür fahren wir natürlich einmal hier schön ordentlichst dran und leckt mich am Ärmel, ist der Drescher dreckig, Leute. Und das nur von der einen Erntearbeit, die wir gemacht haben. Also auf jeden Fall schon mal sehr, sehr krass. So, dann hängen wir den hier einmal dran.
fahren hier einmal zurück und drehen hier schon mal rum. Wir müssen natürlich noch die Zapfwelle dran machen. So. Das passt. Dann steigen wir einmal aus. Machen wir kurz hier die Zapfwelle dran. Und dann, Leute, würde ich sagen, Attacke Abfahrt. Wir legen los mit dem Dreschen. Auf geht's. Mähwerk an und Abfahrt. Meine liebe Leute, ich sage es euch, ey, das war echt eine krasse Aktion. Also ich habe jetzt, glaube ich, 2,5 Stunden habe ich dieses Feld da abgedrescht, bin, keine Ahnung, zigmal mit dem Hänger hier hin und her gefahren und habe abgeladen, wieder aufgeladen, wieder abgeladen, wieder aufgeladen, und ich kam letztendlich zu dem Entschluss: Wir brauchen definitiv noch einen großen Anhänger, denn wenn wir nochmal so einen größeren Auftrag machen, und ich denke jetzt nur an den einen Auftrag, der uns 55.000 bringt, dann brauchen wir definitiv einen zweiten Anhänger, und eigentlich brauchen wir auch einen stärkeren Schlepper, denn der hatte hier irgendwann doch mit der vollen Ladung relativ gut zu kämpfen. Es war schon tatsächlich nicht so einfach. Liegt aber auch zum anderen vielleicht daran, dass der Schlepper schon mittlerweile so viel Stunden drauf hat. Zum einen, zum anderen, der ja mal repariert werden müsste, denn da ist die Anzeige mittlerweile auch schon im roten Bereich. Aber jetzt erst einmal die letzte Fahrt, die, ja, oder die letzte Ladung, die laden wir mal jetzt noch fix ab. Und ich kann schon mal so viel vorwegnehmen: Wir haben schon ein paar kleine Euronen verdient, denn
es war wirklich viel, Leute. Es war richtig, richtig viel. Und ich kann schon mal sagen, jo, so 3000 Euro sind schon mal plus gewesen aktuell. Und jetzt schauen wir mal. Ich bin selbst gespannt. Ich weiß es nicht genau. Aber Leute, nochmal 24.226 Euro on top. Das ist der Wahnsinn, Leute. Jetzt haben wir wieder knapp 30 drauf. Und wir haben noch die Aufträge abzuschließen. Zum einen den Ernteauftrag mit 21.000. Den schließen wir definitiv ab. Und einmal den Grubberauftrag. Auch nochmal 20.000 on top. Mega. So, und jetzt haben wir noch... Oh, wir haben sogar jede Menge Ernteaufträge jetzt aktuell. Wow. Also wir haben hier einmal Gerste, wir haben nochmal Gerste und wir haben, nee, Weizen und Gerste. Mega. Jetzt ist halt nur wieder die Frage, ne, zur Mühle. Das ist ja, war ja letztes Mal in der Vergangenheit auch schon so ein Problemchen. Ja. Wir werden auf jeden Fall weiter ernten, denn unser, wir müssen ja irgendwie auch das ausgegebene Geld für unseren Mähdrescher irgendwie wieder ein bisschen reinholen. Dann können wir theoretisch vielleicht auch noch den einen Grubber-Auftrag hier für 3000 mitmachen. Hat der Helfer wenigstens noch ein bisschen was zu tun und wir kümmern uns auf jeden Fall hier um die Ernteaufträge. Da könnt ihr mir jetzt schon mal in die Kommentare reinschreiben, was sollen wir machen? Sollen wir als allererstes hier direkt den großen machen und holen uns noch einen Anhänger dazu? Oder machen wir lieber hier erstmal die drei kleinen Aufträge? Gibt ja auch ungefähr, ja, sag ich mal, 14.000, 13.000, 14.000 Euro. Plus das, was wir letztendlich noch, sag ich mal, an Überschuss dazu bekommen. Ich würde sogar wahrscheinlich dann das Weizen und, die Gerste, die irgendwie über ist, vielleicht noch aufheben, denn wir brauchen ja auch dann noch mal bald wieder ein bisschen Futter für die Hühner. Genau. Aber jetzt, Leute, mit unseren 70.000 machen wir uns erstmal auf den Weg und fahren zum Hof zurück. Und ihr seht unten rechts, der Schlepper, ja, der hat schon gut gedient mittlerweile. Der ist schon relativ ramponiert. Wobei, ich muss mal ganz kurz was gucken. Vielleicht liegt es ja auch tatsächlich nur am Hänger, dass der so schlecht ist. Nee, es liegt nicht nur am Hänger. Der Hänger hat zwar 69% Schaden und unser Schlepper hat 82%. Also da müssen wir auch demnächst mal ran, damit wir hier wieder ein bisschen in die Spur kommen. Ne? Denn, tja... Aber ich würde tatsächlich noch so einen Hänger genauso in der Ausstattung holen. Ich glaube, das würde ganz gut passen. Ist natürlich dann für den Schlepper hier ein bisschen schwer, aber ja. Wir müssen dann eh gucken, dass wir irgendwann in der Zukunft auch ein bisschen größere Geräte holen. Und ich muss jetzt schon sagen, ja, ich mag unseren neuen Drescher, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, könnte auch ein größeres Schneidwerk haben und er könnte auch einen größeren Tank haben. So viel sei auf jeden Fall zu dem schon mal gesagt. Genau, ich habe jetzt noch was vor. Und zwar mit den letzten Minuten hier würde ich dann doch noch gerne unser Silo stellen und vielleicht dann noch den einen oder anderen Teil vom Hof noch ein klein wenig verschönern. Denn, ja, da muss das Ganze ja auch ein bisschen schick hier gestalten, ne? Und ihr vergesst definitiv mal nicht, mir in die Kommentare zu schreiben, welchen Ernteauftrag wir denn dort jetzt als nächstes machen sollen. Ob es der große sein soll oder ob wir erstmal die drei kleinen machen. Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. So, den stellen wir mal hier neben die Kühe kurz. Machen wir den Motor aus, springen mal hier raus, da steht das gute Teil. Und dann würde ich sagen, bauen wir hier mal ein Silo hin und mal gucken, ob ich vielleicht noch so ein paar Randsteinchen gesetzt bekomme. Denn ich glaube, das würde demnach auch ganz schick aussehen.
Okay, Leute, also wegen den Randsteinen, da muss ich dann tatsächlich noch mal gucken, damit das hier auch so ein bisschen passt. Aber ich glaube, das würde sich hier gar nicht so schlecht machen, wenn hier so ein Randstein drumrum sitzt, oder? Also, wie empfindet ihr das? Ist das was, das kann man so machen und das sieht so ganz gut aus? Oder sagt er, nee, vorher ohne Randsteine besser? Genauso wie hier hinten in der Ecke, da weiß ich auch nicht. Irgendwie sagt er, da wäre eine Kollision, aber ich sehe hier keine Kollision. Also vielleicht muss ich auch das Silo nochmal wegmachen und erst den Randstein setzen und dann das Silo drauf. I don't know. Genauso hier muss ich dann auch nochmal gucken, dass das passt. Auf jeden Fall, ja, sagt mir doch mal, was ihr empfindet. Sagt er, wir sollen hier so ein paar Randsteine drum rumsetzen, oder sagt er, nee, lass mal. Lass es so, wie es ist. Das ist wunderschön. Dann ist es auch kein Thema. Dann machen wir die Randsteine wieder weg. Das ist auch kein Thema. Wie gesagt, auf jeden Fall, hier haben wir jetzt hier schon mal ein schönes Silo. Da passt auch genug Getreide rein. Also, ich glaube, damit sind wir erstmal ganz gut aufgestellt. Hier mit 2 Millionen Liter oder was es war, ne? 2 Millionen. Also, das müssen wir auch erstmal alles haben, ne? Insofern, das, glaube ich, passt. Dann würde ich sagen, Leute, die Ernteaufträge, wie gesagt, schreibt mir nochmal in die Kommentare, sollen wir erst den großen machen und dann die kleinen oder zuerst die kleinen und dann den großen. Auf jeden Fall würde ich noch einen Anhänger kaufen und das würde ich sagen, machen wir mal fix noch. Es gibt zwar hier einen im Angebot, aber da können wir halt nichts mehr hinten dran hängen und ich würde lieber gerne noch so einen schönen Rudolf nehmen. Den finde ich super, super hübsch. Den kann man, glaube ich, so ganz gut gebrauchen. Abgesehen mal davon, mit diesem schönen Holz, glaube ich, ist das schon eine nice Geschichte. Dem geben wir dann natürlich dann auch noch die richtige Nummer. Perfekt, die 7. Und dann nehmen wir den noch. Kostet nochmal 23.000. Das haben wir jetzt auf jeden Fall. Und dann können wir eigentlich da hinten den kleinen Anhänger, unseren ersten, den können wir dann eigentlich verkaufen, aber vorab bringe ich dann erstmal das Weizen, was noch hier drin ist, bringe ich dann erstmal zu unserem Silo, damit da schon mal was drin ist und dann ja, würde ich sagen, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mir natürlich geschrieben habt, was eure Meinung ist, was die Ernteaufträge angeht und was die Randsteine angeht. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal wieder ein bisschen Kohle auf dem Konto. Das heißt, wir sind nicht ganz broke und können auf jeden Fall hier ordentlich weiterwirtschaften. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und nicht vergessen, Däumchen, Abo, Glöckchen setzen. In diesem Sinne, Leute, habt einen schönen Tag noch. Macht's gut. Ciao, Kakao.